Ja, vielleicht kommen wir nachher nochmal zu dir. Ich bin auch schon im, oder? Nee. Noch nicht. Und da hast ja du dann einen Bunker da, gell? Ja. Und Martin und ich haben uns jetzt auch einen gemacht. Hier ist Martin seiner. Ach, jeder hat einen eigenen Bunker. Wie sieht das aus? Okay. Ja, und da ist meiner dann. Brauche ich noch. Bunker was? Martin. Wo? Der Kleine da. Ja. Okay. Da geht's deiner raus, oder? Kleine. Und da meine ist durch die Tür durch. Ja. Okay, sehr gut. Genau. Und jetzt gehen wir wieder zurück und dann nochmal bei mir. Richtig. Super, ihr könnt also sofort ganz schnell zu mir kommen. Mir fehlt noch ein Eck. Ah, ja, geil. Hab ich gesehen. Dafür habe ich. Okay, jetzt zeig mal gleich mal mein Haus. Mein super. Nicht so, Mensch. Drück einen Knopf. Manuell. Und zack, so geht's besser. Vor allem beim Runterlaufen ist geil. Ja. Das geht echt gut. So, und weg bin ich. Ah. Okay, ich komm wieder. Okay, also dann zeigen wir mal. Wie es von außen ausschaut, zeigen wir gleich noch. Jetzt gehen wir erstmal schön den Keller runter. Oder was, ins Schlafzimmer. Das habe ich auch in mein rotes Schlafgemach mit Deckenbeleuchtung. Und einen wunderschönen Ausblick. Genau. Dann gehen wir mal, solange Nacht ist, ist auch schön zum Anschauen dann von draußen. Gehen wir erstmal vors Haus. Das andere zeigen wir später. Den Turm zeigen wir auch später. Den Turm habe ich ewig gebaut. Okay, erstmal die Treppe nach unten. So kommt man normalerweise von unserem Zentralturm. Der da irgendwo da hinten im Dunkeln ist. Wieso sieht man unseren Turm eigentlich nicht? Ich sehe ihn schon. Hat er den noch gar nicht geladen oder bin ich blind? Ich sehe ihn total. Er hat ihn noch nicht geladen, ich sehe Monster und Tod und Teufel, der lädt erst noch die Landschaft hier. Okay, egal, also, so kommt man normalerweise zu meinem Haus. Oder man kommt hier aus der Kellerunterführung raus und dann sieht man hier schon den Berg. Genau, da habe ich gleich hingebaut, richtig schön. Und der Turm geht bis in den Himmel, höher geht's nicht mehr. Ja, kann mich nicht überlaufen. Okay, also, dann fangen wir doch mal an bei meiner tollen Hundehütte. Schön. Mach Sitz. Hey. Sitz. Hundehütte. Okay, dann gehen wir mal hoch, oder? Ah, das war so ein Raum, das ist noch nicht fertig. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Hier gehen wir mal in den Keller runter, da kommt mein schöner Monster-Spawn-Raum. Ja, stimmt. Deine Maschine. Ja. Ich glaube mal ganz kurz, jetzt schaue ich hier noch. Teamspeak nehme ich auf. Jetzt machen wir hier F. Fullscreen. Ist besser. Okay. Gut. Hüpf. Meine Monster-Spawn-Maschine. Mob-Killer. Tada. Da ist ein schöner. Wow, die schießen schon. Da ist ein Mob-Spawner und die kommen, fallen in das Wasser rein, gehen hops. Plupp. Die Knochen und die Pfeile fallen ins Wasser und werden dahin gespült. Und MacMarcus schnappt sich die Sache. Genau. Und das ist ein großer dunkler Raum, wo sie immer schön spawnen. Du kriegst ganz viele Knochen und ganz viele Pfeile. Super praktisch. Bum. Hey, lass mich auch mal. Gerade gerülpst. So, Knochen. Wieso riecht hier so nach Essen jetzt, Fix? Ich weiß nicht, wieso es bei dir so nach Essen riecht. Geh mal wieder. Geh mal nach oben. Das ist echt ein neues Mikrofon, oder? Klar. Ich esse und du riechst es. Bist du hungrig, oder? Nee, eigentlich gar nicht so. Ich hab schon gegessen. Jetzt kommt mein regulärer Turm hier, der am Anfang wesentlich kleiner war. Da hatte ich immer nur eine Stufe hoch und dann schon das Eck zum Drehen. Ziemlich unpraktisch. Und jetzt kann man da schön hochgehen. Es kommen auch gleich Fenster. Aber jetzt gehen wir mal auf meine Plantage. Zuckerrohr, Mais, nicht Mais, Korn. Hier nach hinten geht's zu unserem schönen Pool für coole Leute. Witzklauer. Ja. Und hast du schon meinen Baum gesehen? Was? Hast du schon meinen Baum gesehen? Dreh den Baum. Oha. Ja, leck mich auch. Das ist doch mal ein geiler Baum, oder? Und das Geile ist, du kannst hochgehen. Also er ist noch nicht ganz gewachsen. Also? Du musst dann oben noch ein bisschen arbeiten. Aber wir können hier mal hochgehen. Pass mal auf, hier runter. Kann man hochklettern. Mammutbaum. Und da oben will ich jetzt ein Baumhaus reinbauen. Uah, nur nicht runterfallen. Jetzt ist das hoch hier. Voll geil. Ja. Jetzt sieht man noch meinen Turm, den Pool. Das ist mein Bogenschießplatz zum Üben.
Und da geht es dann irgendwann weiter in die Berge zum Minen. Ich glaube, mein Schatz hat schon ein bisschen angefangen. Okay. Da sieht man genau, das ist unser Basistower. Da ist McMarcus. Genau, das ist der große Turm. Okay, geh mal wieder runter. Ja, ta. Ey, ey, ich will runter. Was hat der Scheiß? Ey, wow. Werf mich nicht runter, ey. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur einmal nach oben gedrückt und der ist War dann ich immer noch. auch. Der ist dann Okay, sofort. geh mal. Geh lieber runter, bevor wir fallen noch runter. Ich gehe als erstes, okay? Scheiße. Ja, der fährt dann immer rauf, also Ja, immer ganz weiter. komisch. Egal. Geh mal in die Runde Bogen schießen. Hast du einen Bogen dabei? Ja, aber keine. Nee, ich habe gar keinen Bogen dabei. Ja, Scheiße. egal. Doch, ich hab. Du Doch, bist ja, das ich hab. Ziel. Das ist unsere tolle Zielscheibe. Ich hab einen, aber nur einen Pfeil. Na, ich hab keinen Pfeil. Doch, 32. Super. Hier steht doch irgendwo eine Kiste oben, oder? Und den Clou an unserer Zielscheibe, den zeigen wir euch jetzt gleich. Markus, gehst du mal bitte hinter die Zielscheibe? Yeah! Hey! Ich habe Aua. absichtlich vorbeigeschossen eigentlich. Bist du Arsch, weil du Ja. mich geschossen hast? Ja, wirklich, ich habe viel zu hoch gehalten. Du triffst nur Okay. nicht. Ja, da kann man ganz schön weit schießen. Hallo. Oh! Jetzt läufst du direkt in Au. meinen Pfeil rein. Okay, jetzt Schussverbot, sonst stirbt noch einer. Wie viel Lebensenergie hast du noch? Ey, Ach, Hilfe! voll. Ach, oh, Nein, okay, jetzt cool. steckt er ganz oben. Egal. Ach, hier hinten ist übrigens noch meine Baumfarm. Soll ich hier eine Treppe und dann mache ich ja Treppen dabei. Oh, ja, gerne. Ich lasse mir gerne eine Treppe bauen. Auch die nicht mehr, denke ich. Oh, Relativ perfekt. bald auf jeden Fall nicht mehr. Sehr schön. Kann man sich nicht beklagen. So. Sehr schön. Okay, dann gehen wir noch auf den Turm ganz hoch und dann zeigen wir noch, was gibt es denn noch? Das Geld haben wir schon gesehen. Mein Schlafzimmer und den Gang, genau. Das sind wir aber doch Nicht auch. Schlafzimmer, ich meine mein Waschlerraum. Also hier kann man jetzt hochgehen und sieht schön raus, so in den Ecken im Turm. Das ist meine erste Aussichtsplattform. Hier hinten wird es immer höher, weil es dann natürlich einen Berg runter geht. Yeah. Dann geht es noch weiter hoch. Was machst du denn? Bist du runtergefallen? Runtergesprungen? Ja, Du so. kannst dich ja unten hinstellen und hochschauen, weil ich gehe jetzt auf die Aussichtsplattform. Man sieht, es geht langsam immer höher. So. Okay. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, ich habe hier extra einen halben Stein hochgebaut und hier einen Stein runtergebaut. Jetzt ist die Öffnung genau eineinhalb Steine breit. Das heißt, man kann nicht runterspringen, kann aber schön nach unten schauen. Hat eine schöne Sicht. Wo stehst du denn, Hallo. Markus? Bei dem Hund. Bei meinem Bei der Hund vor mir, Hundelippe. also. Ah, ich sehe dich. Tag. Genau, das ist das Coole an der Servus. ganzen Geschichte. Hat eine schöne Aussicht. Ah, es ist Sonnenaufgang, das schauen wir noch kurz an. Boah, ich will auch rauf. Tja, muss ich beeilen. Nee, lass gut sein. Da will ich schon noch. Geht immer. Cool. So schnell geht die Sonne auf. 10 Minuten ist alles wieder vorbei. Wow, was ist das für ein Riesenklotz? Achso, das ist das Holzhaus, oder? Was ist das Das ausschaut wie so ein Der Riesenwürfel, Moorgebäude. den muss er noch Ja. ein bisschen höher machen, dann sieht es aus wie so ein Borgwürfel. Das ist das vom. Ach, Tag, Servus. Wo ist der? Nee, hier lang. Da ein bisschen links. Ja, genau, Das ist da kommt das der jetzt. Martin, oder? Ja. Krass. Andi, sein Haus haben wir ja abgefackelt. Ja. So, gehen wir wieder runter. Hat schön gebrannt, er wollte nämlich ein neues bauen. Wenn er dann wiederkommt, hoffe ich. Ich glaub's nicht. Dem seinen Laptop hackt er so übelst. Hackt er vor allem. Vor allem der Leckt. laggt. Ja. Er leckt. Dasselbe. Wo stehst du drin? Ups. Jo, hopp. Okay, also, was haben wir jetzt noch Schönes? Genau hier den Raum haben wir noch. Mit Bücherregal, wie gesagt, Inneneinrichtung und so, Feinwaren sind noch nicht fertig. Und mein großer Korridor. Ja, yeah. Der Säulengang. Wenn man hier lang genug entlang geht, dann kommt man hier hin. Genau. Und da geht's dann raus zum nächsten Berg. Hier habe ich schon ein bisschen Mining betrieben. Und da schauen wir den riesen Baum an. Oh, was?
Ah, wow, da hat jemand richtig gemeint. Da ist kein Wasser drunter, das ist das Problem. Okay. Da tue ich mal kurz ernten, bis du wiederkommst. Hast dich immer noch verlaufen, oder? Ich bin jetzt wieder raus. So kriegt man viel Zuckerrohr. Dann machen wir noch ein bisschen Korn. Korn? Korn, sage ich. Ja, ja. Du bist ein Servus, wo bist du? Ich bin bei mir auf. Nein, ich bin nicht in meinem Turm. Ich bin da beim Ernten. Auf deiner Plantage? Auf meiner Plantage. So, schon fertig. Jetzt suche ich noch die Sachen verräumen. So, was brauchen wir noch? Das lassen wir. Okay, jetzt können wir wieder gehen. Geh mal zu dir, oder? Wo bist du? Das möchtest du natürlich gerne. Ich bin hier an der Tür. Jetzt komm schon. Hä, hey, wo bist du denn? Ich geh schon mal los. Ja, ich lauf schon zu dir. Ich bin schon auf dem Weg. Und du? Sag doch mal. Ach, da bist du. Hast du dich gerade verbrannt? Ey! Ich hab da Schneebälle bei dir gefunden, die ich da mal versteckt habe. Da gehen wir oberirdisch. Jetzt schauen wir uns das Haus. Du kannst dich gern hinsetzen. Nein, nein, nicht zu dir. Wir gehen jetzt zum Andi, okay? Zum Martin. Zum Martin! Herrgott. Sag mir zu mir. Ich weiß nicht. Dann müssen wir unterirdisch entlang gehen. Okay, Haus von Andi, Haus von Martin. Okay, wir wollen zu Andi. Andi! Nein, zu Martin, Mann. Mein Gott. Martin. Wir können hier übrigens auch fahren, gell? Hat er das gebaut? Ja, ja. Cool, ich hab noch eine Eisenbahn. Achso. Ich schieb das da oben hin, okay? Und du da hin, okay? Setz mich rein, bin fertig. Und los geht's. So. Ja, von wegen. Geht schon. Jetzt. In welchem Tempo? Ja, Tempo. Komm. Nein, ja, gerade noch eingesprungen. Ich kann mal eine Runde essen. Kann man essen im Ding schon? Ja. Nee, es geht kaputt. Also. Nein, es geht. Oh, beim Boot ist es so, dass es kaputt geht. Oh. Da fährt er wieder. Ich wollte den Wagen mitnehmen. Wenn man mehrere solche Powergleise am Anfang hinbaut, dann kann man auch schön zum Meer starten. Mhm. Und da sagst du zu meinem Haus, das Labyrinth, das fällt mir gerade so ein. Ach du Schande. Also pass auf, hier in der Mitte ist so ein Mittelgang. Ja, da bin ich jetzt. Hier. Okay, hier also, der hat eine Haustür, wow! Ja. Gibt's da gar nicht. So, da kommst du normal rein, ne? Ja. Okay. Und dann gibt's halt links und rechts immer die Zimmer abzweigen. Okay. Da ist ja halt der Bahnhof da drin. Ja, er soll vielleicht draußen hinschreiben. Schlafzimmer, oder? Ja. Hier ist seine Aufbewahrungskammer. Ich habe vielleicht keine Ahnung, ich nenne das jetzt alles einfach so. Das ist ein definitionsloser Raum. Okay, wo geht's da rein? Mine, oder? Da steht privat drauf, also schau mal rein. Da meint er halt seine Diamanten. Aber ich aber jetzt können wir eh keine meinen gerade. Das Video. Wieso kann man keine meinen? Wir können doch Diamanten meinen. Oh, da. Ja, nee, aber das Video noch. Okay. Ja, ja hier ist der Cobblestone. Nicht der Cobblestone. Der Groundstone. Und hier auf welchen Layern gräbt er denn? Er gräbt hier auf Höhe, ja, 12. 15, 16. 15, 16, das ist eigentlich das Interessante. Ja, mach ich auch. Und da hat er ganz schön weit gegraben, oder? Ja, ja. Privat. Privat. Da wird er schauen, wenn er das YouTube-Video sieht. Großer Martin. Dum, 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 dum. So. Aber das Haus ist echt komisch. Das ist ein riesen Klotz auf Stein.